It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. Goodbye. He wanted his whole damn life to take that flight. And as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. Like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and I'm meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. Yeah, I really do think. It's like rain. Ich soll dir den Bauch kauen? Ja, oh mein Gott! Ich will auch! Ja! So? Ich hab dich so lieb! Ich dich auch, Mopsi! Du guckst aber auch gerade wie der Mops. Leicht erstaunt. Ja, ehrlich. Bin auch so faltig langsam. Nein, aber das war schön. Ich hab dich einfach lieb. Jetzt hab ich dich so lieb. Ja, das finde ich gut, weil das Axolotl ist ja schon mit dem Gätchen losgezogen. So. Ey, das ist so ein super Toll, ne? Performance. Wahnsinn. Super Performance. Soll ich weitermachen? Ja. Nein. Wie krass heute alle singen. Das ist so krass. Das bricht auch gerade. Das ist so unfassbar. Also, das bringt auch mein ganzes Konzept gerade durcheinander, das ich natürlich hatte. Welches war das noch? Ja, Stefan Raab und jetzt Kai Pflaume? Okay, das ist ein sehr gutes Konzept. Kai Pflaume nehme ich zurück und das wünsche ich dir auch, weil sonst hast du Kai Pflaume gerade den Bauch gestreichelt. Ganz ehrlich, jetzt wäre nicht das erste Mal gewesen. Keine nein, Bilder. Aber ey, nein, ich habe wirklich, ich habe so einiges im Kopf gehabt, aber alle, die ich im Kopf habe, die singen nicht so gut. Oder wenn sie so gut singen, wow. Das ist, ich bin gerade, könnt ihr erst mal machen, ich muss mich sortieren. Geil, danke. Auch ja, natürlich. Ja. Also, ich habe letzte Woche schon einen Namen genannt und der hat sich heute so ein bisschen noch mal unterstützt, weil wir ja im Film auch gesehen haben, ich finde, was ihr sucht und die Caroline von Glasperlenspiel saß ja mal bei Deutschland sucht den Superstar in der Jury, also würde das eher auf Caroline hinweisen. Oh je, jetzt guckt der Mops aber sehr traurig. Aber das war bestimmt keine schöne Zeit. Ich habe noch eine Schauspielerin.
Was? Ich habe noch eine Schauspielerin im Hinterkopf, weil wir ja auch diese, ich weiß gar nicht, ist es ein Sari oder eine Toga oder was trägst du denn, Mopsi? Das ist eine Windel, glaube ich. Nein, aber das ist irgendwie, es könnte ja... Das ist extra für Leckerli. Ach so. So. Ja. Irgendwo sind da die Leckerli drin. Okay, weil ich habe an Wolke Hegenbart noch gedacht, die ja, Wolke, ne, sehen wir ja auch ganz oft in den Filmen. Und Wolke hat ja zum Beispiel auch Indisch für Anfänger gedreht und ganz viele Liebeskomödien. Bei Mopsi geht es ja auch immer um die Liebe. Und dieses Küken, also Judith Rakers Küken, du weißt, das Brathähnchen von der letzten Staffel, ist auch immer zu sehen. Und Wolke hat ganz früh als Kind schon angefangen zu drehen. Und vielleicht ist es auch Wolke, die mega gut singen kann. Wolke kann sehr gut singen, das stimmt. Ich denke, also ich bin begeistert von deiner Meinung und viel mehr als meinen eigenen. Und ich finde eher... Zu Recht. Also ich war fest davon überzeugt, dass es Janet Biedermann war, aber es ist nicht. Ist es nicht. Und ich glaube, dass du mit Last Prince spielen nicht, also Karlin, ich glaube, du bist nicht weit entfernt, wenn vielleicht bist du genau richtig. Ja. Aber ich komme von, aber okay, Janet Biedermann, sagst du wegen der Stimme. Aber dann kommt, warum hier diese ganze Liebesbote? Anna und die Liebe? Ach so. Ich gebe euch mal, einen Tipp. Ja. Oder reiche ihn weiter. Von Anni TMS-Fan über die ProSieben-App. Ist das Yvonne C. Punkt, Fragezeichen. Ein Indiz ist die Wolke 8. In Für dich kommen Wolken und sie macht jeden Tag unendlich vor. 8 unendlich. Zeichen. Krass. Okay, wow. Was macht dieser Tipp mit euch? Sehr viel. Siehst du? Also Yvonne hat eine Wahnsinnsstimme, absolut. Sie könnte das also genauso gut liefern, aber ich weiß es nicht. Sie hat eher so die solige Stimme. Ja. Und schwierig. Also ich glaube, dass wir uns nächste Woche auf jeden Fall sehen und ich brauche noch mehr Input. Aber jetzt nochmal zu den Indizien. Ne? Mir hat nämlich auch jemand einen Tipp gegeben, weil ich da auch so hilflos war, hat mir jemand aus dem Internet einen Tipp gegeben. Und das war diese Geschichte Pommes und Sekt. So, und hat mir jemand geschrieben, dass Inka Bause, Bauer sucht Frau und so weiter, Inka Bause hat zum 50. Geburtstag, der passt so viel nicht, 50. Geburtstag Pommes und Sekt gegessen. Würde halt passen wie Arsch auf Eimer. Aber kann Inka Bause so singen? Die hat, glaube ich, die ist Sängerin in der DDR, glaube ich, gesungen. Aber das ist doch nicht, come on, wenn das Inka Bause ist. Hier ist alles möglich. Fühl dich nicht so wohl, ja? Inka Bause ist der Tipp von Tore, der einen sehr überzeugten Gesichtsausdruck macht an dieser Stelle. Was hatten wir noch? Caroline Nimczyk. Ja. Wolke Hegenbart. Alles, was Ruth gesagt hat. Ja. Janet Biedermann ist es vielleicht, sagt Ray. Ja, wahrscheinlich. Ray. Ja, also ich bin eher so mit Ruth jetzt gerade. Aber vielleicht ist Jeanette nächste Woche wieder der Mob. Vielleicht. Das könnte natürlich auch sein. Aber ich kann euch an dieser Stelle sagen, es ist immer dieselbe Person. Ja. Okay. Für alle Leute, die Regeln vergessen. Ray. Oh. Hier war der Mops. Dankeschön. Danke, Mops. Danke, Mopsi. Wird dein Bäuchlein vermissen.